Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge bei Rayman Legends und ich kann euch heute wirklich nur abraten, macht's heute lieber nicht, weil ihr seht schon 1611 Meter, da denken wir im ersten Moment, okay, typisch einfacher Bereich ist, ja, es hat heute doch aus durch seine Tücken, ich weiß nicht, ob es dran liegt, weil ich halt ein bisschen krank bin, wie ihr merkt. Oder ob es insgesamt halt an der Kombination der einzelnen Elemente ist, aber es war zwischendurch wirklich so ein paar Elemente, wo mich einfach genervt haben und wo einfach so ungewöhnlicherweise nicht ganz so zusammen funktionieren, dass man hier halt eben wirklich so Schigodilagi durchrennen kann. Beispielsweise dieses Teil hier. Spinnt immer. Zack, haut's mich nochmal hin. Also total blödes Teil. Und jetzt zeige ich euch das Ganze hier nochmal. Im schönen. Aber gerade dieser Fehler hier vom Grünen hier, dass er einfach nicht da ist und mich dann halt eben hier einmal schön auflaufen lässt, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. So, wir springen hier nochmal drüber, lassen uns hochhauen und gehen einen Schritt weiter. So, jetzt hier nach oben. Also der Grüne, der spinnt zwischendurch echt öfters mal. Hier dieses Mal klappt er jetzt ausnahmsweise mal. Geht alles schön. Danke vielmals. So. Jetzt hier haben wir schon die 300 Meter Pause. Können wir schon mal ab. Jetzt hier gerade diese Kombination mit der Kugel kennen wir ja schon. Ist alles gar kein Ding. Ja, auch wieder eins weiter. Hier einmal drüber. Alles auch noch ganz, ganz harmonisch. Alles ganz schön. Hier abschneiden zum richtigen Moment, nachdem wir uns gerade die Lums abgeholt haben. Kleiner Sprung. Hier einmal wieder drüber. Und ja, hier nochmal das Gleiche. Moment, einmal drüber springen, nochmal abschneiden, drüber und ein bisschen verlängern, damit wir auch über ihn drüber kommen. Und schon haben wir die 600 Meter Pause. Hier nochmal Kugel abschneiden und abklatschen. Hier über den Ring einmal weiter springen und wir kommen an das Seil. Das nimmt natürlich ein bisschen Fahrt auf. Das hier ist natürlich sehr gemein, dass wir hier direkt vom Seil dann direkt auf die Schwinge kommen. Und auch hier halt eben gerade dieses Element, wo er davor war. Ist natürlich recht ungewöhnlich. Hier spinnt manchmal wieder der Grüne, dass er nicht richtig abklatscht. So, und schon haben wir 900 Meter. Und werden auch bedient mit der 900 Meter Pause. So, nächstes Element kennen wir auch. Jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher. Sind jetzt wieder alles Sachen, die sehr, sehr harmonisch ineinander übergreifen. Also gerade dieses Element kennt ihr ja natürlich. Hier spinnt er wieder öfters mal, dass er einfach nicht da ist, um halt eben die Seile abzuschneiden. Hier können wir dann drüber gehen, einmal drüber springen. So, hier lassen wir das, gehen auf die Rampe, machen ein bisschen die Beschleunigung, einmal drüber klatschen, soweit es geht. Und wir bekommen die 1200 Meter Pause. Jetzt brauchen wir nur noch einmal, beziehungsweise zwei Stationen. Die hier ist natürlich auch sehr, sehr gemein, wenn man da den Sprung halt eben nicht richtig schafft oder halt eben vergisst abzuschneiden, ist immer sehr ärgerlich. Hier dieses Element kennen wir inzwischen auch recht gut, haben wir oft genug trainiert da dran. Hier einmal drüber springen, ganz klein durch. So, hatten wir auch jetzt schon zweimal, machen wir nochmal und bekommen die 1500 Meter Pause. Jetzt müssen wir uns konzentrieren langsam. Dieses Element kennen wir, hier früh genug wieder abspringen, damit wir es noch durchschaffen. Dann hier wieder drüber, hatten wir gerade eben schon mal. Hier hochsetzen, drüber, wir lassen uns durchgehen. Hier nochmal einmal einen schönen Sprung durch. Hier auch wieder nach oben, klatschen soweit es geht. Und wir haben die 1800 Meter Pause. Was wird uns hier wohl jetzt erwarten? Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Wir bekommen die nächste Rampe und hier springe ich zu spät ab. Und das ist natürlich peinlich. Aber 1871 Meter ist trotzdem ein schöner Wert. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was das in der Statistik bedeutet. Das heißt, wir haben Platz 10 von 214. Es werden sicherlich im Laufe des Tages werden es heute noch ein bisschen mehr, wobei das WoW-Addon natürlich einige Spieler heute wegnimmt. Aber ja, Platz 10 ist trotzdem ein schöner Wert. Jetzt hier ist, wir sind in den Top 5%. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde. Bis dann!